Ja, beim ersten Schnitt habe ich dann gemerkt, das sollte ja ein einteiliges Video werden, Teil 32. Und es ist mir zu lang geworden, deswegen splitte ich das jetzt. Also ich bin jetzt runtergefahren nach Delstern zur Fritz-Killing-Straße. Da zeigen wir jetzt mal, was hier passiert ist. Und dadurch wird es ein Zweiteiler, also Teil 33 dann am 24.08.21, also morgen am Dienstag. Viel Spaß dabei. Ja, heute geht es hauptsächlich hier um die Hausnummer 10. Das nennt sich hier Lake. Das ist eine Querstraße von der Fritz-Killing-Straße. Und ich habe hier die Ramona, die kann das mal moderieren. Die kennt das viel besser als ich. Die hatte mehr Informationen. Vielleicht kommst du schon mal, ich stelle dich vor. 2 Meter auseinander, genau. Und das ist sie hier, die Ramona, und die macht das Interview gleich hier. Ja, und eine Co-Moderatorin, die zweite, glaube ich, hat schon eine mal gemacht. Unser so kleines Kind meldet sich noch an, das kommt auch noch. Aber heute ist es mal dein Geschäft hier. Jawohl, wir werden es versuchen. Das wird schon klappen. Ja, hallo, ich bin die Ramona Witzler vom Orga-Team Süd. Wenn ich mich verspreche, ich bin etwas nervös. Ich habe das auch noch nicht gemacht. Bis jetzt habe ich mich gedrückt. Wir stehen hier in der Lake, aktuell vor der Hausnummer 10, wie ihr wahrscheinlich sehen könnt. Ich habe die Miriam hier als Anwohnerin und uns liegt dieses Projekt hier noch sehr arg am Herzen, weil hier sieht es wirklich katastrophal aus. Teilweise gibt es weder Gasversorgung noch gibt es vernünftigen Strom. Und jetzt stellt sich die Miriam einfach mal vor. Ja, hallo, ich bin Miriam und ich wohne hier. In diesem Haus wohnt leider niemand mehr, deswegen spreche ich jetzt ein bisschen für die Nachbarn. Es ist leider so passiert, dass die Volme von da hinten schräg hier genau aufs Ufer getroffen ist und dass dieses Haus alles Mögliche abfangen musste, was die Volme angeschwemmt hat. Das waren große Gastanks, das waren Riesenbäume, das waren Schuhcontainer und Vergleichbares. Das ganze Wasser ist wirklich mit voller Wucht genau hier reingedrückt in die Fritz-Killing-Straße, in die Lake bis zur Hummelbachstraße rauf, weil hier genau eine Kurve ist. Also die Volme muss irgendwie versuchen, hier eine Kurve zu machen. Und dann entwickelt sich hier einfach ein ganz enormer Druck, der hier voll auf die Häuser prallt. Und das ist natürlich das. Ja, wir hatten hier wie so einen richtigen Sog, konnte man auf vielen Videos sehen. Für alle, die nicht wissen, wo die Lake und Fritz-Killing-Straße ist, wir sind in Delstern. Ja. Ja, genau. Und dieses Haus hatte eben das Pech, all das aufzufangen. Und alle anderen sind hier, ich sag jetzt mal, nur abgesoffen. Was jetzt noch fehlt, ich meine, es sind sehr viele alte Häuser, die auch alle mit Ölheizung versorgt waren in der Vergangenheit. Öltanks sind geplatzt, hat sich mit dem Hochwasser vermischt. Das war keine schöne Sache. Es war hier alles verseucht auch. Und die Anwohner haben komplett gesagt, nach diesem Erlebnis, wir möchten alle kein Öl mehr haben. Und bitten jetzt die Stadt bzw. die NRW hier Gasleitung zu verlegen. Das ist scheinbar so schnell nicht möglich. Wir hoffen, dass das vor dem Winter noch irgendwie passiert, weil wir auch alle ja irgendwie warm leben wollen. Genau, und hoffen, dass jetzt möglichst zeitnah da ein Termin gefunden wird, dass wir eine Gasleitung bekommen und dass dann für alle Häuser, also 5 in die Richtung und hier noch weitere, dass die dann einen Anschluss bekommen. Das würden wir uns hier als Anwohner wünschen. Man muss dazu sagen, einfach vollgelaufen ist es ja auch nicht. Es sind nicht die Keller, es sind wirklich die Wohnräume betroffen. Teilweise stand das Wasser 2,50 Meter hoch. Also ihr könnt euch das eigentlich gar nicht vorstellen. Ich war ja auch live vor Ort, jetzt nicht direkt, als das Wasser noch da war, aber den Tag später. Es ist wirklich eine Katastrophe, wie es hier noch aussieht. Immer noch 5 Wochen danach. Ich meine, wir haben viel geschafft, wir haben viel geräumt, wir konnten viel helfen, aber hier ist es noch eine Katastrophe. Das Haus hier hinter uns ist wirklich noch nicht bewohnbar. Es war leider auch noch kein Statiker vor Ort, ob es überhaupt noch mal bezogen werden kann. Wir werden gleich auch noch mal runtergehen, dass ihr das ein bisschen mehr seht. Und mit der Miriam werden wir auch noch mal hinten durch die Lake gehen, weil auch da sieht es dramatisch aus. Da ist zwar erstmal keine Statik gefährdet, aber auch da fehlt, wie gesagt, Strom und Gas. Ich komme noch mal ins Bild gelatscht. Warum wir hier stehen und warum das so brisant ist, das gucken wir beide uns jetzt mal an. Ja, wir werden unten jetzt mal dann darunter gehen und euch mitnehmen. So ist es. Kommt mal mit. Ja, das tun wir einfach mal. Wir gehen jetzt mal zur Volme runter. Ich vermute jetzt nicht, dass wir die Treppe runtergehen, beziehungsweise die Leiter. Ich weiß nicht, Roland stürzt mir da nirgends ab. Genau. Vielleicht komme ich doch besser in deine Richtung. Ja, von hier hinten kommt man etwas weiter an die Folge.
Also wir müssen hier ein bisschen aufpassen, das Ufer ist überhaupt nicht befestigt. Wir sind damit in der Stadt und den Wirtschaftsbetrieben im Gespräch. Und die wollen uns dann auch baldmöglich jemanden schicken, der das Ganze hier schaut. Weil es ist nichts abgesichert. Das ist die Brisanz. Na, also das Haus ist unterspült worden, wie ihr sehen könnt. Deshalb wissen wir leider gar nichts. Wir brauchen definitiv einen Statiker hier, um herauszufinden, ob dieses Haus überhaupt noch mal bewohnbar ist. Von Strom, Gas, Wasser ist natürlich noch lange keine Rede. Ich hörte von 2 Meter, wie das Haus unterspült worden ist, kann man das so ungefähr sagen? Ja, 2 Meter bis 2,50 Meter sogar. Also es war eine riesige Flutwelle, die hier wirklich in einem durchgesackt ist. Erst kam das Wasser stückchenweise, kleckerweise, und dann kam wirklich eine richtige Welle an, was alles quasi vom oberen Tal hier runtergebracht hat, ne? Also Bäume, Gastanks, wie Miriam ja gerade schon sagte, es war alles dabei. Ich glaube, wir haben hier auch irgendwo ein Boot gefunden gehabt. Hier das sind eine ganze Menge Boote noch. Ja, ne? Und ja, also hier ist auf jeden Fall noch Holland in Not, wie man das so schön sagt. Das ist hier das schlimmste Haus, die Hausnummer 10, aber alle Häuser in dieser Straße sind weiterhin betroffen und noch nicht trocken. Also wenn wir kein Hochwasser haben, hier ist das relativ idyllisch, ne? An der Volme zu leben. Ja, also grundsätzlich ein wunderschöner Ort. Das Wasser plätschert gerade, als wäre nie irgendetwas gewesen. Man mag es kaum glauben, wie das hier vor 5 Wochen abging. Ich glaube, es sind heute so ziemlich genau 5 Wochen. Kann das sein? Etwas mehr. Etwas mehr mittlerweile sogar. Und eigentlich ein wunderschöner Ort zum Wohnen und Entspannen mitten in der Stadt. Ramona, eins wollte ich noch vorstellen hier auf jeden Fall. Das ist dieser Aufkleber, der hier erzeugt wurde. B54, ein Vollmetall hält zusammen. Den kann man hier erwerben. Und zwar ist das im Moment noch an der Bäckerei Linnepe, beim TUS und beim Michael Böttcher. Genau. Das sind die Anlaufpunkte. Es werden vielleicht noch mehrere dazukommen. Die werde ich dann auch noch hier bekannt geben. Was kostet dieser Aufkleber? Er hat keinen festen Preis. Es geht nach Spende. Ihr könnt euch den abholen und das zahlen, was ihr gerne möchtet. So ist das organisiert. Und das Geld davon geht dann zum TUS, das wird gesammelt? Genau, das geht 100% zum TUS. Zu 100%, genau. Und wird dann für die Flutopfer ausgezahlt, ausgeschüttet. Ja. Die können sich da über Formulare anmelden, es sind auch schon Gelder geflossen. Und dann, was ich noch erwähnen möchte zu dem Aufkleber, unser Steve, ja, einer aus unserer Augengruppe, hat im Hagener Süden einen Post gesetzt. Es gibt einen kleinen, jetzt fehlen mir gerade die Worte, einen kleinen Anreiz, genau so heißt es. Wer seinen Aufkleber auf jeglichen Fahrzeug, ob es ein Auto, ein Fahrrad, ein Bobbycar, ein Rollstuhl, egal was es ist, draufkleben hat, dieses Foto in die Hagener Südengruppe stellt, wird ausgelost durch Zufall und bekommt einen Gutschein von Linnepe für 20 Euro als Verzehr. Oh, das ist eine gute Idee. Da kommt dieser Aufkleber auf mein Pony. Jawohl. Ja, die Ramona ist ja relativ groß. Sie kann jetzt mal genau anzeigen, bis wohin das Wasser gestanden hat. Also seht ihr das hier? Ich bin groß, 1,56, ja? ihr könnt den Strich oben sehen, bis wohin das Wasser wirklich stand. Ja, das geht auf jeden Fall noch mal einen Meter höher als du. Also 2,56. Ja. Das ist wie im Schwimmbad hier gewesen. Ja, im Prinzip hätte man also ohne Probleme aus dem ersten Stock schwimmen gehen können, ohne sich den Kopf zu stoßen. Mit Arschbombe. Ja, mittlerweile da hinten seht ihr noch so ein paar Schutthaufen. Also die Wäschespinnen, ich kann ja mal vorgehen. Ja. Also diese Wäschespinnen, so wie die Schaukeln, ihr seht noch die Reste da dran hängen. Ja, ja. Waren also auch komplett unter Wasser, man hatte sie gar nicht mehr gesehen. Die Mülltonnen sind darüber geschwommen. Die Autos aus den Garagen waren teilweise noch rechtzeitig rausgekommen, aber nicht bei allen. Mhm. Man sieht es. Wir hören auch noch die Trocknungsgeräte laufen, das werdet ihr wahrscheinlich jetzt nicht hören über das Video. Nee, ja, nee. Also es ist noch wieder eine vergessene Ecke hier und es brennt. Ja, genau. Es brennt. Das ist das heutige Thema, die Unknown Places, und das ist was da ist einer davon. Und mein Video macht das jetzt ein bisschen bekannter aufgrund deines Aufrufes. Du hast gebeten, das hier mal darzustellen, und damit haben wir das gemacht hier auf Blueframe Video. Und gleich mache ich noch ein Schlusswort. Genau. Ja, ihr habt also gesehen, was hier unten los ist an der Lake, und es ist sehr dramatisch mit dem Haus, was du gezeigt hast. Vielen Dank dafür, für deine Co-Moderation hier auf Blueframe Video. Das hast du sehr gut gemacht. Danke, ich habe es versucht, war es mein erstes Mal. Ja, du wirst das Video hier angucken und dann entscheiden, ob du weitermachst als Co-Moderatorin, und dann werden wir sehen. Ja, ihr könnt wieder abonnieren hier und einschalten auf Blueframe Video.
Und was ich noch zeigen wollte, ist dieser Aufkleber. Den schneide ich allerdings auch noch davor. Ja, bis dann, wir sehen uns hier. Ciao. Ciao.